Hallo, in diesem Video möchte ich ein bisschen auf den Stahlbauraster eingehen. Man hat ja in HiCad die Möglichkeit, mit einem Stahlbauraster zu arbeiten, muss es natürlich aber nicht, so wie es auch in anderen Systemen ist, kann man es aber machen. Dazu würde ich euch jedoch vorher um ein Like bitten und auch weiter fleißig meinen Kanal zu abonnieren. So, und jetzt geht's los im Video. Das heißt, ich möchte hier im Grunde genommen im Bereich Stahlbau habe ich hier unter den Einstellungen die Möglichkeit, einen 3D-Raster zu erzeugen. Diesen kann ich hier starten. Habe hier natürlich die Möglichkeiten, die Anzahl der X-Achsen, der Y-Achsen zu definieren. Grundsätzlich habe ich hier die Möglichkeit, immer absolut die Werte abzuändern. Und auch hier den Namen abzuändern. Weiters ist hier natürlich die Möglichkeit, wenn ich hier den Haken setze, dann werden mir alle Rasterwerte gleichgeschalten. Die Anzahl der Ebenen ist hier die Höhe gemeint. Man muss hier natürlich aufpassen, dass der Raster hier nicht zu klein ist und dass man diese Werte nicht sieht. Das heißt, den sollte man hier dann natürlich größer ziehen. Ich kann natürlich hier einen Raster abspeichern oder laden. Grundsätzlich habe ich hier auch die Möglichkeiten, die Linienparameter zu definieren. Welche Linienfarbe, Linienart, Schicht oder auch dasselbe mit den Texten. Im Grunde genommen mit OK werde ich gefragt, einen Passpunkt auf dem Teil. Diesen kann ich hier mit der rechten Maustaste bestätigen und einen Passpunkt in der Konstruktion. Dann könnte ich hier mit der rechten Maustaste wieder bestätigen und ich habe hier im Grunde genommen diesen Raster auf absolut 0,0 hingezogen. Dieser Raster kann natürlich jederzeit über den Feature-Bereich geändert werden und ich kann hier zum Beispiel auch jederzeit meine Linienart abändern und meinen Textparameter abändern auf eine andere Farbe zum Beispiel oder kann natürlich auch hier den Wert jederzeit abändern. So einfach ist natürlich hier das Erzeugen eines Rasters. Wichtig hierbei sind natürlich diese Punkte, das heißt, diese kann man natürlich für die Konstruktion nutzen. Das heißt, ich möchte hier ein Profil einbauen. Ich möchte hier einfach mal einen E-Träger einbauen. Und dadurch ich hier diese Fangpunkte habe, kann ich hier sehr einfach meine Punkte hernehmen und diese auch auswählen. Wichtig dabei ist aber auch, dass ich hier natürlich, möchte hier auf den Schwerpunkt definieren, wenn ich hier diesen Punkt und ich mit dieser Ebene arbeite, dann kann ich ganz normal auch hier diesen Punkt hinten nehmen und es wird mir hier, diese Punkte werden mir hier auf die Ebene vorgezogen. Das heißt im Prinzip, welchen Punkt ich hier auswähle, ist in diesem Fall völlig egal. Und diese Raster kann ich natürlich für viele Funktionen nutzen, was ich dann in einem weiteren Video zeigen möchte, wie ich diese Rasterbeschriftungen mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten definieren kann. Ich würde euch jetzt trotzdem noch bitten, meinen Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Dankeschön.